So, und Skill. Ups, wollte ich eigentlich gar nicht, aber ja gut. So, Badass habe ich auch wieder. Schildkapazität. So. Mammes Lieblinge. Erledige Psychos. 7 von 50. Halleluja. Hey, du bist schon tot, das ist ja schön. Schon ist relativ. Also die Psychos gehören mir jetzt erstmal, ja. Ach, Nomade. Halleluja. Geh zurück in deine Eiszeit. Ernsthaft? Ja, warte. Brand. Eine Waffenkiste. Ah, die ist nicht besser. Die ist besser. Erstmal runterfallen ins Wasser und sterben. Ist doch cool. Das ist immer die beste Möglichkeit, die man am Anfang machen muss in einem Spiel. Erstmal von der Klippe springen. Ja. Wollte ich mal so erwähnt haben. Ja, in anderen Spielen ist es ja so, hast du eine unsichtbare Mauer. Und wenn du eine unsichtbare Mauer hast, beschwerst du dich, weißt du? Wenn du keine Ja. hast. Bis du dich, weil keine da ist. Ja. Aber so ist das Leben eben. Und es wird Regen geben. So, wo müssen wir da hin? Stopp's aber auch andauern. Für eine Freundchen. scheiß Waffe hier. Ist ja pornös. So, was haben wir hier alles drin? Zurück. Wie jetzt? Du bist sogar. Ja, guck doch auf die Minimap. Nee, 5 nee. Euro bitte. Du hast nicht gesagt, Karte. It's the same. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Verlieren wir uns. Warte kurz, ich hacke das Catch a Ride. Das kriege ich wieder hin. Autorisierter User akzeptiert. Gute Fahrt. Es gibt ein Pimento Taco. Ein Pimento Taco im Handschuhfach. Cool. Fordere noch ein Fahrzeug an. Ein Pimento Taco. Mann, ich würde fahren. Drücke 1, um das Geschütz abzufeuern. Verwende Zoom. Na ja gut, Zoom ist für den Arsch. Mach mal nicht so schnell, ich will ja, wenn schon, denn schon welche töten. Ja, die bringen aber nicht viel Erfahrungspunkte, das bringt nichts. Aber Better ist und so. Schön wär's hier so eine halb zerstörbare Umgebung, weißt du? Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Noch nicht. Wenn das Auto brennt, sollten wir aufhören. Aussteigen, meinte ich. Ja, du kannst mal weiter kurz ballern. Nee, das Auto hat eine Lebensanzeige. Ich hab mal eben ein neues Auto gespawnt. Oh, du fährst wie so ein besenkter Sack. Die Lenkung ist ja auch für den Arsch. Bin ich nicht schlimm. Wie in Borderlands 1 ist die. Ach, genau.
Ich verstehe. Man hat ja mit der Maus geleckt. Ja. Sorry, deswegen bin ich auch nicht so oft Auto gefahren in Borderlands 1. Kannst du auch irgendwo anhalten und ich steig wieder ein, ne? Nein. Du fährst jetzt schön selber. Ich kann so nicht fahren. Ich kann so nicht arbeiten. Halt, stopp, du bist hier. Aber die bringen ja doch schon ein bisschen Erfahrung. 8. Das ist viel in einigen Ländern. Geh mal weg. Gut, einer hat 9 gegeben. Ja, ich komme da nicht weg. Der Kaktus elektrizitiert mich. Oh, gibt's dich. Das war das, was du sagen wolltest. Na, natürlich steigst du jetzt aus dem Auto aus, oder was? Ja klar, müssen wir. Und hier ist ein Bett, das ich nicht töten will. Bisschen Badass. Oh. Na, hast ja. Ich lauf weiter. Ja, Badass Rang 1. Allein ich schon, weil ich halb tot bin. Und muss ich mal kurz gucken, was habe ich denn jetzt für Badass? Token einlösen. Aber wieso Token hast du? Wieso habe ich nicht so viele Tokens? Ja, schau doch mal nach in deinem Badass. Ja, habe ich ja schon. Ich habe keinen einzigen bisher gehabt. Oder ist das allgemein gespeichert? Hab keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall mein Spiel schon, dass es auf alle Charaktere übergeht. Dass ich deswegen nichts bekomme. Nur mal, da steht ja Badass-Rang. Was steht denn bei dir? Badass-Rang, was steht da bei dir? Badass-Rang 58, Badass-Token 0, Token 1. Oh, okay. Bei mir steht ja 9000, wahrscheinlich wird es in echt gespeichert. Bitte die kleinen Psycho. Ne, lass mal auch mal den Badass hier. Für mich. Genau, festhalten bitte, danke. Schieß doch mal! Schön, wie es überhaupt funktioniert. Ach, genau, erstmal noch. Hast du jetzt getötet, ne? Nein, hab ich nicht. Ich bin in die Viecher gegangen. Das darf man wieder umdrehen. Ja, eigentlich. Ah, nichts. Links lang. Zurück. Ja. Danke. Weil ich auch nie auf die Karte gucke. Und 20 Gegner töten. Wie viel? Achso. 20. Steht ja. Das ist nur so eine Nebenquest, aber gibt mehr Erfahrungspunkte. Und ich meine, wenn es nur 20 Gegner sind, die man töten muss, ist doch eigentlich ganz easy. Ja, verdammt. Ich muss
muss mir mal kurz um und Sicherheit poppen, stecken, machen. Ah, egal. Ich sag derzeit immer die falschen Wörter. Hast gewisse Bedürfnisse? Nein, die sind bedeckt. Gedeckt. Oh, also, okay. Alter. Ich kann nicht reden. Bedeckt. Okay. Mehr bedeckt als sie sollten. Achso, okay. Ich glaub dir einfach mal, ne? Du weißt gar nicht, was ich meine. Das erste Iridium. Erstmal alles leer snacken. Den Stück noch. Kann ich auch Munition, die ich nicht nutze, verkaufen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Das finde ich Schwachsinn. Irgendwann benutzt du sie eh. Außer vielleicht als Pistolenmunition, okay. Ah. Aber. Aber wenn die ganze Zeit voll ist und so, kann ich dir eigentlich ja immer verkaufen und wieder immer aufsammeln, weißt du gerade? Ja, theoretisch, ja. Nicht theoretisch, sondern praktisch. Ich frag mich allgemein, warum kann ich denn bitte schon volle Sachen aufsammeln? Hat er noch nie was von Inventarnutzung gehört oder so? Kriegst du es hin? Wenn ich den Gegner mal sehen würde. Das ist der. Dann help ich mich. Nein, will ich nicht hin. Jetzt kriegst du vielleicht hin. Genau. Ich wollte dir aber gerade helfen. Hätte ich ihn doch mal wieder getötet. 4 Stück noch. Damit das Teil da mal nicht auf oder noch rumliegt. Weiß nicht, ob das denn abgebrochen wird hier. Was sollte ich jetzt aufheben? Ja, nichts, nichts, nichts. Sorry, ich hab nicht zugehört. Du solltest nichts aufheben. Doch, aber was soll ich aufheben? Nein, du solltest es nicht aufheben. Aber was denn doch? Angst hab. Ja, das, wo die Quest-Dings, ja, ich hab halt Angst, dass das denn abbricht. Weil ich hier die Dings noch machen will, die. Bei Gegner ist noch schnell. Wie hier oben schon alles geblendet hat. Ja, geil. Natürlich plündere ich alles, ich bitte dich. Einer noch. Okay. Aua. So. Obwohl, die geben eigentlich. Dir hängt was hinten aus dem Arsch. Das ist Standard, das passiert öfters mal bei mir. Habe ich im V-Life auch, also, ja, nicht wundern. Ich habe irgendwas lilanes E-Dingens aufgesammelt. Ich glaube, das ist für dich, oder? Ne, das ist für uns alle dabei. Damit kann man nachher eben seine Waffen, sein Inventar zum Beispiel erweitern. Musste man ja früher mit so Decks oder sowas machen. Das kannst du jetzt mit diesem Video machen. Ja, natürlich. Muss mich wiederbeleben. Ich hoffe, ich soll ihn wiederbeleben. Ja, mich hat der eine auch beschossen. Ich hatte Angst, dass ich sterbe. Ups. Hab's erstmal Tab drücken. So, jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Lol, der buggt hier drin. Anzeige? Mein fetter Sumo-Ringer? Also bei mir ist alles tot jetzt. Bei mir spawnt ab und zu was, aber. Nee, ich glaube, jetzt haben wir alles getötet. Nichts, was ich nichts. Das ist der Energiekern. Sehr gut. Jack wird Sanctuary zumindest heute nicht zerstören. Geh jetzt zurück zur Stadt. Nicht heute, dafür morgen. So. Bumm. Und er ist tot. Gleich kriegen wir eine andere Nachricht. Oh, ein schöner Headshot verpasst. So, erstmal nachladen. Oh. Oh. Will man nicht so rum? Mein Rücken. Achso. Okay, ich dachte, du bist irgendwie. Nein, nein, nein.
So spontan. Nein, 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 nein. Und auf einmal. Nein, 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 nein. Es gibt eine Frau, die hat am nein, Tag nein. Ja, das ist meine Freundin. Oh. Ja. Und? Haben wir sie mal ausgeleihen? Nein. Oh, ist ja langweilig. Was ist doch eine Freundin? Ja, eine nicht offene Beziehungsfreundin? Oh, schade. Ja. Ja, mein Gott, würdest du.